ein Elektrofahrzeug gesehen. Herzlich willkommen auf Tizi Dos, Jungs. Freunde der Sonne, wir fahren zum VfB. Heute ganz wichtiges Spiel. Ganz, ganz wichtiges Spiel. Leider ist Kidrop nicht dabei. Ja? Aber. Dann hier nochmal wirklich gute Besserung an einem Prä. Ne? Das hätte man also anscheinend. Also vielleicht ist es für Stuttgart besser, aber natürlich wäre es schöner gewesen, wenn der gute Mann da heute aufgelaufen wäre. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass Leverkusen noch ein bisschen das Spiel von Rom in den Knochen hängt, weil ich habe gesehen, ich glaub, seit 2011 hat Stuttgart kein Heimspiel mehr gewonnen. Das letzte Heimspiel war irgendwie 2011, hat Kakao sein Ding hier reingemacht. Gegen Leverkusen, oder? Ja, es war das letzte Heimspiel, wo Stuttgart gewonnen hat. Jeronimo Kakao. Okay, krass. Da bin ich mal gespannt heute. Aber heute wird es halt ganz wichtig, ne? Weil Bochum gestern Punkte geholt hat, Schalke klar verloren, Hoffenheim verloren. Schalke war aber auch knapp. War ganz knapp. Also ich sag, wenn Stuttgart heute nicht gewinnt, dann wird es ganz, ganz ekelhaft. Ganz, ganz ekelhaft. Die müssen, die Jungs, die müssen. Aber egal, wir holen jetzt Doktor ab, dann fahren wir dorthin. Wir treffen da auf Niki und ich glaube, Pura, glaube ich, müsste auch da sein. Und nehmen dann auch noch ein paar Sachen auf und dann geht's Richtung Stadion, wenn hier die Daumen gedrückt hat. Aber ich glaube, die machen das heute. Ich tippe, Stuttgart gewinnt 2-1. Ich glaube, ein X. Ich glaube, irgendwie ein X heute. Ich glaube, Stuttgart macht das. Ich glaube, es gibt ein 1-1. Boah, das wäre aber nix. Das wäre aber nix. Wir sehen uns. Ich Jungs, sag. Mittlerweile, Auto ist vollgeladen. Dr. Hanovic, Palk am Start. Und Papa Marv. Und Papa Marv ist am Start. Ist eigentlich der Frecher, dass wir hier den Leverkusen mitnehmen. Ne? Aber nee, eigentlich mögen ja Leverkusen. Von daher. Also und da, alle. Stimmt, ihr seid da Leverkusen, oder? Ich bin Robert Andrich-Fan. Also seid ihr Leverkusen? Ich bin auch nur Robert Andrich-Fan. Und wenn beide aufeinandertreffen, dann bin ich von VfB. Das ist traurig. Das hat Robert Andrich nicht so gerne. Doch, weil wir sind ja Robert Andrich-Fans. Robert Andrich wechselt ja auch zum FCK nächste Saison jetzt. Ja. Hat er schon gesagt. Und da vorne kommen die Jungs, die Simão ins Loch stumpen will. Aber. Muss. Ey, ich sag halt ehrlich, letzter Spieltag, da kann halt echt alles passieren. Das ist so eng und das könnte halt schon sein, sag ich dir ehrlich. Ich sag ehrlich, ihr seid dabei. Ich sag's jetzt wirklich, wie sich welches Mal an. Kann sein. Ihr seid dabei. Ich hoff's nicht, aber es kann durchaus passieren. Das ist so eng da unten, das ist geisteskrank. Ich glaube echt, das wird schwer. Aber hat Hoffenheim nicht 4 Punkte Vorsprung aktuell? Nee, Hoffenheim hat, glaube ich, 32 Punkte, Bochum hat 31 Punkte. Dann kommt Schalke mit 30 Punkten und Stuttgart hat 28 Punkte. Und wenn Stuttgart aber heute gewinnt, dann sind die direkt oben wieder. Dann sind die direkt oben, dann sind die raus. Dann rutscht Schalke, sagt, macht einer einen Absackerle. Wir gucken uns die Tabelle gleich nochmal hier an. Geisteskrank. Doktor, du bist ja normal so ein Analytiker. Gib mir mal wirklich so deine Prediction jetzt und sag mir mal so, so geht die Bundesliga aus. Absteigen, Hertha ist ja schon safe, würde ich sagen. Okay. Und Bochum geht noch rutschen. Bochum geht noch rutschen? Das wird, glaube ich, passieren, ja. Stuttgart rettet sich direkt sogar, würde ich sagen. Und Schalke geht in Relegation. Geh ich mit. Wenn Stuttgart heute was holt. Wenn Stuttgart heute was holt und die werden heute was holen. Stuttgart und Hertha gehen rutschen. Und woher? Schalke geht in die Relegation. Okay, Predictions sind da. Also dann einmal kurz in die Anhalte, Marv, du laufst nach Hause. So, Jungs. Angekommen, Dr. Hano, der gute Pogaköfferle dabei. Da wird jetzt gleich was gedreht. Was ist los? Meine Kamera habe ich dir doch in die Hand gedrückt. Ja. Die würde ich auch noch gerne mitnehmen. Ja? Ich hol sie dir, warte, ich bin der Assistent, mache ich dir. Wir sind jetzt hier angekommen, wir treffen jetzt hier noch auf Niki, auf ganz entspannt. Konnten uns Gott sei Dank hier noch anstöpseln. Kamera raus. Und jetzt gehen wir rein. Der gute Finn. Finn, bist du, gehörst du zum Niki? Ja. Guter Chef? Bisschen wieder. Ja, ich bin heute der Chef. Du bist heute der Chef? Klar. Vater nicht da. Nee, ich bin sein Boss heute. Stark, Alter. Gute Einstellung. Gefällt mir von dem Mann. Der hat Präsenz. Niki? Luigi. Wo ist er denn, Luigi? Nick Luigi. Doktor, das sieht echt so aus, als ob du wirklich so ein Profi-E-Sportler warst. Digga, wo ist er denn hier? Hier gibt's ein Käffchen. Wo ist er denn? Office. Hi. Servus, Nick. Hi. Wie geht's dir? Ja, alles klar. Servus. Hi, servus. Der Mann bringt uns heute Sieg. Servus. Der bringt uns heute Sieg. Timau. Und ein Starkbier hoffentlich. Und ein Starkbier hoffentlich. Ja, ich bin nur für Starkbier dabei. Ne? Ich sage, ihr kriegt heute Packung von Leverkusen. Ja, doch, was für ein Sieg. So eine Scheiße. Sagst du? Ja, natürlich. Gib mir schnell einen Tipp, Niki. So eine Scheiße. 3-1 Heimsieg. Easy. Easy, ne? Easy, Doppelpack, Durassi und dann ist den durch. Habt ihr hier Starkbier? Kann das sein? Gab's hier schon irgendwo was? Nee, ich sag wirklich, ich glaube heute an X. Ich glaube, X ist Sieg. X nimmt man mit auch. X bringt aber nichts. Ja, was soll ich machen? 3-1 Heimsieg. Okay. Guck mal, die sind doch alle platt. Wir machen eine Wette. Okay, du sagst 3-1. Aber die sind platt, ne? 3-1, 3-1, ja. Ich sag 1-1. Was ist der Einsatz? Fufi. Was sagst du? 10 Subs? 10 Subs sind gut. 10 Subs du an uns? Ja.
100 Subs von uns an dich. Oh. Boah, das ist... Wer das Ergebnis trifft. Ja. Wenn kein Ergebnis kommt, dann ist vorbei. Dann ist okay. Wir haben jetzt letzte Woche 200 Subs verloren. Wir haben 800 Subs verloren. Nee, wie viel Subs haben wir? 200 Subs, 800 Euro. Aber Ergebnis ist schon schwierig. Ja, deswegen. 3-1 und 1-1 ist fair. Ja, super. Fair ist fair. Die müssen gut sein, deutscher Meister. Hey, wie geil, das ist alles beklebte Türen. Das ist ja eine normale Tür, drüben ist eine Fahrstuhltür. Das ist euer Headquarter von? Leno eSports Room. Alles da. Alles da. Da unten sehe ich bei TNO-Schlappe, ganz richtig. Ja, die sind alle. Euer Markenbotschafter, Murat ist schon nicht da. Das ist der kommt aber heute noch? Der kommt noch, ja. Der muss noch, der Markenbotschafter. Weil der ist komplett durchgebrandet. Ja, das ist also richtig so. Ist, ich sag dir ehrlich, das war immer unser Traum, ne, den wir damals hatten, Doktor. Ne, unsere gemeinsame vergangene Zeit beim VfB Stuttgart. Bekommt er jetzt ein eigenes Ding, oder? Wir kommen jetzt am Stadion. Direkt am Stadion. Hast du dich durchgesetzt, Niki? Ja, klar. Frische Maschine. Ich meine, der Mann hat einen Mitarbeiter mittlerweile, der muss wissen, was abgeht. Oh, das wollte ich auch noch ausgesetzt. Ist er heute Chef? Ich bin Chef. Finn? Eigentlich habe ich zwei Mitarbeiter. Aha. Ich habe heute zwei Mitarbeiter. Okay. Einmal hier meinen persönlichen Fahrer. Der Mann weiß. Aha. Ja. Sehr gut. Und der andere ist ja auch. Der Finn. Ja, der macht alles. Der macht alles. Eingewiesen, Parkplatz. Ja, Finn hat zu mir gesagt, er werde Chef heute. Ja. Finn ist der Mann. Ja, Finn, kurz, ich frage, wie ist er so als Chef? Ja. Ist er schon hart oder? Ist schon schlimm, ja. Freunde, hier vorne wird Käffchen getrunken, sich ein bisschen angepöbelt. Hier wird noch gleich was gedreht. Die Maus schwingt da schon wieder große Sprüche. Und später geht er wieder komplett rutschen. Guck dich das an. Aber du weißt, dass es nicht gut geendet ist. Niki, ihr habt doch schon mal gespielt, das ist komplett rutschig gegangen, ne? Ja, mir war es 4-0, glaube ich, 3-0 zur Halbzeit, irgendwie so war. Weißt du ja noch, wie wir gespielt haben? Es war knapp. Es war knappes Ding, ne? Es war knapp, du hast gut gebunkt, also gut verteidigt. Ja, das sag ich ja. Also würdest du ja auch schon sagen, dass ich so ein bisschen der bessere FIFA-Spieler bin, oder? Hey, jetzt ich sag mal so, Timo ist unkonventionell. Okay. Bei Timo kann das kippen. Okay. Also es kann so ausschlagen und so ausschlagen. Wie würdest du mich einschätzen? Eher so der klassische Öler. Von vorne manchmal ein bisschen zu verspielt. Hast du recht. Also mal da mal einen Haken zu viel, da einen Übersteiger zu viel. Aber ansonsten Öler. Gut analysiert Öler. Aber. Ja. Sehr gut analysiert, Niki. Mhm. Man merkt, du spielst FIFA nicht das erste Mal. Nee. Aber wir sind doch eigentlich Stuttgart. Du musst ja heute noch 20 Spiele machen. Stuttgart gewinnt doch heute. Ne? Was? Das ist denn 3-1, hab's jetzt gesagt. Doppelpartie. Ich hätte jetzt 2-1 gesagt. Ja, ist auch okay. Aber wir gewinnen heute. Das ist mir auch egal, Hauptsache wir gewinnen. Ja, so muss das. So, jetzt trägt man sein Käppchen und dann geht's da rein. Hier werden gerade noch TikToks gedreht für Iconic, für VfB eSport. Machen hier ein bisschen Attacke, die Jungs. So muss es sein. Niki, die Legende, hat mich gerade über der Acker gezogen. Sau. So, Jungs, wir haben jetzt auch für den Iconic-Kanal unsere erste Folge Pogamiets aufgenommen. Simao ist gerade noch drin, wir gehen mal kurz rein. Der schwitzt nämlich gerade noch gegen Niki. Sehr, sehr geiles Duell. Wie gesagt, werdet ihr dann alles auf dem Iconic-Kanal sehen. Achtung, wie es da drin abgeht. Guck mal, wie ich dich da wegtackle, Niki. Ohne, jetzt kommt er durch. Mein Gott, ist der Lust. Da wird so geölt. So, Freunde, wir haben alle Aufnahmen durch, gehen jetzt zum Stadion. Guckt auch mal an, wen wir hier haben. Karasor persönlich. Burakovic, was geht ab? Lange nicht mehr gesehen. Wir haben übrigens schon deine TNO-Schlappen gesehen hinten im Raum. Es gefällt uns, gefällt uns. Warum noch deinen Tipp? Wie geht denn das Spiel aus? 2-1 VfB. Ey, hab ich auch gesagt. Ja, ja. Aber wir haben eine Hatersau. Die Maus sagt, die verlieren. Nein, ich sag X. Ah, stimmt, der sagt X, das war die Hatersau, ne? Das ist die Hatersau. Ist aber Leverkusen. Ja, kann man auch. Du bist doch auch heute so. Ich bin neutral, hab ich gesagt. Wie kann man neutral sein? Das ist Quatsch, die gewinnen heute. Wir müssen heute das Ding holen. Bochum hat gewonnen. Wir müssen. Wir machen das auch. Die holen das, ich bin mir sicher. So, wir gehen jetzt zum Stadion. Auch hier absolute Ehre, dass wir hier auch noch Auto laden durften bei den guten Jungs hier. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Jetzt geht's ab zum Stadion. Niki checkt hier schon. Niki, wie ist aktuell die Lage? Verkehr oder wie? Ja. Die Straßen sind gesperrt teilweise. Straßen gesperrt. Wie kommen wir aber zu P7? Ja. Wir werden irgendwie ankommen. Über die Tiere. Vor allen Dingen, Jungs, ihr müsst auf jeden Fall das Video auf Iconic abchecken, was dann kommt. Und dem Mann hier wirklich, Insta, auf TikTok, ne, YouTube, Twitch, überall ein Follow da lassen. Überall. Plus auch das Spiel, das wir gerade hatten, Niki. Ihr werdet sehen, Freunde. Ja, hört mal auf jetzt. Hatten jetzt echt ein bisschen Struggle, weil hier wieder komplett alles gesperrt war. Aber Moritz Palk, was sagst du so bis jetzt? Bisschen Umweg, aber wir kommen durch, das ist die Hauptsache. Mir gefällt dir das alles so ein bisschen, das Ganze drumherum? Ist okay. Geht besser. Was ist dein Herzensverein so? Nur die Borussia aus Dortmund. Wie, ich dachte Schalke? Nee, das ist J7. Da habe ich nichts mit zu tun.
Und als Dortmunder sagst du vorhin noch, dass du hoffst, dass Schalke in der Liga bleibt. Nee. Schalke geht runter. Okay. Also hoffentlich, ne? Okay. Best Case Hertha Schalke, Stuttgart Relegation. So. Sollte Stuttgart auch retten oder sagst du, soll ich die Mauer auch rutschen gehen? So, wer die Relegation besser spielt, der kommt weiter. Okay, so sagst du sogar. So einer bist du also so, ne? Wenn schon 34 Spieltage schlecht spielst, dann wenigstens die kommst zwei. Du heute okay, an. Schläfst okay, du heute okay. In Stuttgart, Moritz? Wahrscheinlich. Vielleicht. So, Jungs, ganz gute Parkplatz erwischt. Macht er gut. Macht er gut, ja, komplett Chap, aber ja, Hauptsache gut, drin. Gut, was sagst du meinem Weg, Leute? Der ist auch da. Hab ich gesagt, gesperrt oder? Jo. Freunde der Sonne, wir haben noch ein Parkticket übrig. Timau will es an eine weibliche Dame weiterleiten. Wem gibt's es, Timau? Die waren cool. Jungs, braucht ihr ein Parkticket? Habt ihr ein Parkticket? Wir haben hier noch ein VIP-Ticket für euch. Könnt ihr reinfahren? Ja. Dankeschön. Und jetzt hast du ein Parkticket, Meister. Das ist der richtige gegeben, Timau. Der ist. Vorne hat aber auch an das gedacht. Ich hab extra die beiden Parktickets ausgedruckt, Timau. Und hier ist schon gut ein bisschen was los, ne? Timau! Kannst du denn erzählen, dass heute Leverkusen gewinnt? Nein! Erzähl's denen mal, dass Leverkusen heute gewinnt. Was geht ab, Meister? Entspannt euch doch mal jetzt. Was hast du, Zimbo? Warum machen die Zimbos so Auge da hinten? Die machen doch kein Auge. Ich mach kein Auge. Ich mach auch kein Auge. Ey, Burakovic, ja? Die singen die ganze Zeit Leverkusen dahin. Ich mag das halt. Ja, das ist, ich glaube, Marv stiftet die alle an. Marv ist Leverkusen. Ich sag, der hat nach dem zweiten. Gutes Spiel auf jeden Fall. Nach dem zweiten Gin Tonic nimmt er die Würde der Lounge auseinander. Safe macht er das. Was wird passieren? Safe. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Aber Marv, heute nicht die Getränke. Die wissen nicht, wir gewinnen heute. Ganz klar. Wir müssen. So, Freunde, das war da vorne ist der Eingang. Immer, wenn wir eigentlich da waren, sind wir eigentlich immer hier rein, Doktor. Immer hier hoch und dann hochgesteppt und dann mal wieder rein. So ist das. Ist auch schon ein bisschen was los. Wir sind aber noch relativ früh eigentlich dran, zum Glück. Ging alles noch. Wie Bratwurst? Top Bratwurst, das beste Bratwurst. Ja, hast schon. Boah, wir haben auch schon so Hunger, ne? Hunger wie Sau, ne? Ja, deswegen da. Bratwurst wäre gut, aber wir essen drin was. Wir gehen da rein. Sag so 2-1 für den VfB. Sehr gut. Habe ich auch gesagt. Sehr gut. So geht's auch aus. So muss es ausgehen. Nö, kü. War dein Tipp fürs Spiel heute? 2-1 Stuttgart. Sehr gut. Eben hat mir gesagt 3-1 Leverkusen. Nein, 2-1. Nein, Stuttgart. Sehr gut. Jungs, selbst der Security-Mann sagt gerade, die Teasys dürfen hier nicht rein. Absoluter Ehrenmann. Achtung, ich sag, die Maul lässt er nicht rein. Den jungen Mann bitte bis hierher fester anfassen. Danke. Ja. Wir sind drin. Da geht's hoch zum Betze. Im Stadion. Wir gehen jetzt gleich mal bei uns schön in die Lounge, was essen. Ah, ich hab Hunger. Wir haben alle Hunger, was trinken. Niki meinte, der Gin Tonic hier wäre sehr besonders gut. Ich denke, wenn wir alle mal antesten, oder? Ja. Willst du einen Gin Tonic trinken, Doktor? Ja, warum nicht? Gin Tonic, Timau? Alle. Burak, Gin Tonic? Das ist das Einstandgetränk von Niki. Jungs, man muss aber auch dazu sagen, danke an Niki und Stuttgart für die Tickets auf jeden Fall. Ja? Den haben wir mit das geilste Trikot. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, ne, dass Niki sich da um alles gekümmert hat. Parkticket, Tickets und dass wir hier heute einen schönen Tag haben, dass er uns eingeladen hat, der gute Mann. Da geht sehr viel Liebe raus. Guckt euch diese geilen Trikots an. Mit Canon noch vorne drauf. Guckt euch das an. Doktor, das wäre deins, oder? Und da geht's schon rein. Ich muss sagen, hier war ich jetzt auch noch nie. Ne? Wir haben immer nur auf der anderen Seite gehockt. Richtig. Aber das ist ja wunderschön, auch mit dem Blick da raus. Das ist ja ein Träumchen. Niki, geile Karten klar gemacht. Premium-Loge. Das ist ja krank. Runder Tisch haben wir, ne? Ist das unseren hier? Ja, dann gehen wir da dran. Jungs, guckt euch das an. Hier sitzt die TNO GbR. Hier, Niki. TNO GbR. Ganz, ganz stark. So, Freunde, das war, wir haben uns das zu essen geholt. Es gibt Spargel, es gibt Fisch, das ist jetzt aber nicht so meins. Was für ein Fisch ist das, Doktor? Ja, keine Ahnung. Kartoffeln, ein bisschen Gemüse. Ich hab noch Schinken, Spargel. Aber das Bandungen. Wichtigste, Niki, hast du nichts zu trinken? Korn und Bier, ganz soll ich schnell. Eins holen? Ja. Ich hol dir eins. Ja. So, Niki, auf 3 Punkte heute, da? Auf 3 Punkte auf dem Heimsieg. Doppelfahrt für Rassi, merkt euch. So wird's heute. Stößchen. Jungs, hier gab's. Digga, kannst du nicht trinken oder was? Doktore, was ist da passiert? Erzähl, was passiert ist. Der Mann hat ein Bier getrunken und dann ist ihm hier gerade die Spezi umgekippt. Ich bin komplett besoffen. Nein, in der Bedienung ist ein kleines Missgeschick passiert. Kommt vor.
Ich finde es aber gut, dass es auf die Seite gekippt ist und nicht auf meine Seite. Wobei, du hast hier so Sportklamotten, aber dir wäre es halt so wild gewesen, ne? Alles, ja. Ja, aber ganz, ich sag dir ehrlich, ist doch kacke. So Mezzo, die klebt doch beim Fahren jetzt noch. Dann später, wir sind noch ungefähr so 5 Stunden hier und da so voll geklebt, ist doch kacke, Doktor. So mit dem VfB-Trikot. Ey, eure Bratwurst da vorne macht heute kein Tor. Kein Tor. Vorne? Die macht gar nichts heute. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, du bist so gegen Stuttgart, aber haust hier schönes Essen rein, ne? Das ist widerlich, Marvin, das ist widerlich. Pass auf dich auf. Pass auf dich auf. Pass einfach auf dich auf. Nee, aber ich sag dir ehrlich, Aufstellung gerade gesehen, Niki, oder? Das wird was. Ja, wird heute ein easy win. Fredlo hält den Kasten hin, ist sauber. Bester Mann. Hoffen wir's. Große Duell. Achtung, Achtung, füll die Stürmer, hol. Ah. Wow. Oh, gute Ballführung bei Zimbo, Timau. Wow. Oh. Technische Mängel, Timau. Technische Mängel. Wow. Da vorne. Ey, auf der Krieger ist krumm. Holla, will ich auch. Da kann jetzt aber jemand... 1-0. 2-0. Ah, 2-0 schon. 2-0. Der Ding ist gespielt, ne? Tischkicker Bundesliga. Der macht aber AS Rom. Was? Tischkicker Bundesliga? Ja. Champions League, oder? 3-0. Alles klar, die Maus hebt die Hand hier. Hey, ich war noch nicht spielbereit. Ja, wir... Hey, Schluss. So, Freunde, hier weiß ich noch, waren wir als zu alten VfB E-Sports-Zeiten drin. Da hinten auf dem Balkon hatten wir damals mit Doktor gestanden, das erste Mal. Soll ich dir ehrlich sagen, was ja, der erste Eindruck war? Das war der erste Eindruck vom Doktor. Was ein Spaß, die. Nee, Quatsch. Manas, bevor ihr ein Bild bekommt, wie geht heute das Spiel aus? 2-1 Stuttgart. Sehr gut? 3-2 Stuttgart. Auch sehr gut. Bild ist erlaubt. Guckt euch das an, wie er da mit seinem Getränkchen... Eistee, natürlich Eistee. Eistee, Zitrone. Hey. Eistee, Zitrone mit Schuss, ne? Nee, ohne Schuss. Ja. Eistee, Zitrone. Ich hab auch noch Eistee, Zitrone. Und du, Timo? 40. Freunde, guckt euch an.
Der wollte ihn komplett schlafen schicken, ne? So, Freunde, Halbzeit. War nochmal eine Riesenchance am Ende bei Leverkusen. Es hätte zu Stuttgart gepasst, wenn sie da wieder dann das Gegentor gekriegt hätten. Hätte eigentlich schießen können, aber ja. Die wollten die komplett hopsen, aber mit Hackespitze 1, 2, 3 und so. Aber eigentlich, sage ich dir ehrlich, wir hätten schon führen können. Wir hätten schon führen können. Leverkusen hätte auch schon Tor machen können. Ja. Aber also ich glaube, aktuell noch so ein Stand X ist fair, oder? Ja. Besser. Ja, am Ende ist Stuttgart nicht gekommen. Was stimmt denn mit Steffi? Sag ich auch. Ja, jetzt gehen wir mal noch was trinken, was essen und dann hoffentlich kommt was hier. So, Niki, was war da los? So schlecht haben wir nicht gespielt. Nee, aber Leverkusen will gar nichts. Nichts, die wollen nichts von uns. Ich sag dir ehrlich, wir hatten jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Endbälle. Alle 3 waren scheiße. Da muss was gehen. Heute musst du. Ich nehme auch das dreckige 1-0 jetzt im Nachhinein mit. Mein Tipp 3-1 wird jetzt so langsam schwer, aber 1-0. Aber 1-0, 1-0 geht noch. Das machen wir. Das wird auch noch was. Ich bin mir sicher, Niki. 1-0 geht noch. Oh, Freunde, unten ist der Anstoß. Es geht schon wieder los. Wir müssen runter. Die Mauer ein bisschen runter auf dem Rasen. Runter auf dem Rasen. Ich habe auch wieder nachgeladen. Ja, schnell, rein da. So, wir sind wieder drin. Sind ein bisschen Hat jemand am Kopf getroffen? Ja, ich sage ja, Bredler am Kopf getroffen.
unnötig, wirklich. Das ist geisteskrank. Geben können, weil Tomasch war es, glaube ich, mit der Hand auch dran war. Aber es ist halt so unnötig. Die führen 1-0 und dann. Du hast doch alles im Griff, so, ne? Und dann holst du die machen sich, das ist die ganze Saison, die machen sich die Spiele selbst kaputt. Gegen Gladbach war es ja genauso. Führst 1-0, hast Chancen aufs 2-3-0. Am Ende steht es 1-1. Gut, da hat man am Ende noch gewonnen, auch wegen dem Fehler dann. Aber macht es immer selbst kaputt. Das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Rein. Der muss auch wieder rein. Jetzt ist hoch und runter, aber wir haben jetzt ein Spiel. Ja. Wir haben jetzt ein Spiel und ganz ehrlich, heute meines, es helfen nur 3 Punkte. Heute musst du gewinnen. Führer spielt wenigstens betrieben. Ich sag dir ehrlich, da war viel mehr drin. Ah, es ist so unnötig. Ich weiß ja, Leverkusen wirklich gefühlt mit Halbgas. Ne? Ein Punkt bringt halt nichts. Ist natürlich besser wie nichts, aber es ist enttäuscht. Aber ganz kurz. Ja, du wusstest, ne? Aber es... 10 Subs zu meinem Freund Dicky. 10 Subs. Ich hätte euch lieber die 3 Punkte gegönnt, wie die 10 Subs. Es sind einfach 3 Punkte. Ich weiß nicht, Kirasi, warum er da fällt. Der ist ein bisschen weggerutscht. Ich glaube wirklich, anhand von dem Spielverlauf, deswegen ist man so ein bisschen gebrochen und sagt, unentschieden so. Wahrscheinlich hätte man vor dem Spiel unterschrieben, ne, für ein Unentschieden. Aber anhand von dem Spielverlauf wäre mehr drin gewesen. Ja, Mann. Aber ich sag dir ehrlich, Koulibaly bodenlos, Wagnermann nach vorne, Katastrophe. Tomasch nach vorne, komplett ausfallen. Oh, Wagnermann hätte auch das Ding reinköpfen müssen. Und der Tormann, ne? Ja, beim Elfmeter, da sieht er gar nicht gut aus. Leider auch wieder. Ey, Freunde, jetzt kann noch ein bisschen Trauerstimmung, sag ich euch ehrlich. Es fühlt sich schlecht an, irgendwie, Niki, oder? Ja, irgendwie. Ein Punkt im Abstiegskampf ist mehr wie gar keiner, aber ich hab 10 Satz verloren. Ich merk's. Mann. Doktore auch ein Prof, oder? Ich kann das alles nicht mehr machen. Ey, könnt aber eins. Vor allem, wie regnet's denn bitte? Ey, eins will ich schon klarstellen, ne? Ich wurde weggehatet, weil ich gesagt habe X. Ne? Ich habe sogar 1-1 getippt. Warte mal, 10 Subs? Naja, 10 Subs habe ich mir rausgeleiert. 10 Subs auf deinem Nacken. Hättest 100 gewinnen können. Du hast die Fanbrille auf. So funktioniert es mit den Hütchenspielern, weißt du? Anlocken. Schön angelockt habe ich ihn mit 100. Anders. Wieso nur 1-1? Ja, ich weiß auch nicht, der Elfmeter war nicht richtig. Ja, wir haben uns angeguckt, ja. Sicher? Ja, es war leider einer. Der weggefauscht dabei, ja. Wie ein Boxer, wie ein Rummelboxer ins Gesicht geschlagen. Ja, passiert. Bist du zufrieden mit einem Punkt? Nee. Zu wenig. Ne? Zu wenig. Weil Leverkusen gelockt war. Ja. Ich glaube, das ist das, was so weh tut gerade. Weil die Chancen da waren. Wie immer. Es ist wie immer so. Kopfball zum Schluss von Wagnermann, den hätte er machen müssen. 1,5 Meter. Ganz ehrlich, er wird bei mir 3 Wochen Schuhe putzen erstmal. Danke, wie es ist. Stullen schmieren. Ja. Niki, wieso hatten wir nicht so Sitze hier? Kurze Frage. Frage ich mich ehrlich auch. Ich bin nicht davon aus, dann TNO hat sich das geleistet. TNO kann sich das Schild hier leisten.
So, wir fahren rein. Ich bin eh arm, ich bin eh arm. Minus 50 Euro kann man verbuchen. Minus 50. Navigiert zur Gin Tonic Bar. Ey, kann es das sein, dass die fahren umsonst sind, Timo? Ja, warum? Nimmst du die alle mit oder was? Ah, safe. Noch eine. Ey. Ja, oder sollen wir für drei Kinder vielleicht soll ich ein paar mitgeben schon mal? Lass die bei dir alles. Komm, Timo, zeig's. Mach's. Tu's. Nick Luigi? 10 Subs. Ich hab heute 10 Subs verloren. Du? Ja. An diese Hubig. Geil. Zweifelst du nochmal meinem. Am Orakel? Ja. Na, aber ich fühle mich schon gut bei so einem Spiel eigentlich. Ja? Ja, ich fühle mich nach wie vor. Aber ich habe heute, deswegen bin ich wieder mit dir eingegangen, ich habe deine Augen gesehen und da war so eine rosa-rote Fanbrille da drauf gehockt. Meins war zu viel rot-weiß. Ja, war zu viel. Ah, scheiße. So, hopp an den Wagen. Mensch, Niki. Aber ihr müsst jetzt noch tanken. Wir müssen laden. Laden. Weil wir denken an die Umwelt. Ey, Niki, guck mal. Ich habe ja auch. Tanken, hör doch auf mit so Worte. Guck mal, wir tun grüne Energie, das da oben laden wir in mein Auto rein. Wir benutzen die Energie dieser Welt. Die also Kraft der Sonne. Ihr ladet jetzt noch. Später auf der Autobahn. Ja. Dreiviertel Stunde kannst du mal anrufen, damit du dankest. So, auf. Niki Monax immer live. Ciao. So, Jungs, wir sind auf dem Rückweg. Laden. Wir haben hier einen richtig geilen Ladepark gefunden, Digga, auch, ne? Ich finde das Laden richtig gut. Ich hole mir auf jeden Fall auch ein Elektrofahrzeug. Ey, guck mal, Timo, die haben sogar da oben Photovoltaik. Ja, wie krank ist denn das wirklich? Man will schnell nach Hause und muss noch mal schön 30 Minuten laden. Bei schönem Wetter. Nee, hier geht's jetzt schnell. Was gibt's Schöneres? Guck mal auf die Uhr. Wer macht den Stopp, Mann? Ja, Stopp, der hängt ja schon dran. Ne? Wir sind jetzt schon 5 Minuten abgefahren. Ne? Vorbereitet, kommt ihr noch. Mach mal den Stopp, Mann. Komm. Wir sind ja auch. Ey, aber nimmt die Zeit mit rein. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus hier. Okay, es geht los. Geht los! Warte. Achte. Wo geht's jetzt hin? Jetzt geht's los. Viel Glück, Mann. Scheiße, zu viel. Ey, Jungs. Gut laden! Wie langsam lädt denn der? Warte, wie langsam lädt der? Minute 3. Hey, geht hoch, er schießt jetzt. Er macht mir da. 150 ist Max, oder was? Nein, eigentlich nicht. 17 Stunden. Nein, eigentlich geht er auf 300. Was ist mit dem Ding hier los? Aber die Jungs haben sich schon direkt dran gewöhnt an den Lifestyle. Ist aber auch schön. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das super. Ja, was für ein Produkt, der auch eine gewesen zur Mutterseele allein. Ist gut für die Umwelt auch und so, ne? Aber guck mal, Doktore, ja, bitte. Das hat ein bisschen gebraucht, aber guck mal, ist er doch da. Noch 16 Stunden? Nee. 16 Stunden. Wirklich einen zurückgegangen. Freunde der Sonne, wir laden die Jungs hier jetzt aus. Es war ein überragender Tag. Ja, muss man sagen, hat Spaß gemacht. Cool. Wenn jetzt Stuttgart noch gewonnen hätte, wäre es noch schöner gewesen. Richtig. Ja, der Marv ist aber glücklich halt so. Der nimmt den Punkt auswärts mit dem Stuttgart. Ja, auf jeden Fall. Freunde, lasst ein Däumchen nach oben da, lasst ein Abo da. Und checkt mal das Pike. Genau. Ja, ganz, ganz wichtig. Wir sind raus. Ciao, ciao.